Einen wunderschönen Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück. Seit wann redet HNLA für mich? Das wusste ich gar nicht, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Hier nochmal. Ja, hier sagt sie nichts, nur bei den Emotes. Wie hier. Lol, ist ja cool. Sie ist mein Sprachrohr. Yay, nice. Schau noch nicht gewusst. So, weiter geht die Suche nach einem Fröschchen. Gucken, ob jetzt hier mehr los ist. Wäre natürlich schön. Wenn ja so langsam mal ein bisschen Leben kommt. Mal gucken. Na. Sieht nicht so aus, ne? Da ist eine Schnecke. Das ist schon mal ein Anfang. Immer noch der Demetrodon, der hängt hier ab. Keine Schlange. Hey, Alter, was ist denn hier los? Spiel kaputt, oder was? Achso, ich habe mal das Fernglas hier unten aufgepackt, weil hier brauchen wir eigentlich keinen Fallschirm. Müssen wir nur später dran denken, wenn wir ein Gebiet brauchen, wo der Fallschirm das Leben retten könnte. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal zum grünen Obi. Gucke mal, ob es auf dem Weg dorthin einen Frosch gibt. Warte mal, da war ein Demetrodon, oder? Nee. Schilf. Okay. Oh, da läuft er weg von der Schlange wahrscheinlich. Vielleicht haben wir hier Glück. Ich gehe jetzt einfach mal weiter rein. Eigentlich sind wir gut gewappnet gegen jede Bedrohung, die hier entstehen kann. Außer Raptoren vielleicht. In der Vielzahl. Die könnten uns zu schaffen machen. Dilo. Gehen wir einfach mal weiter rein. Ist oftmals so, auch wenn man ein bisschen aus der Renderdistanz rausgeht und rein. Spawnen die, glaube ich, auch wieder. Ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Oh. Explorer Note, die ich noch nicht hatte. Hey, weg. Ich die. Geh weg. Sind doch... Noch diese dummen Ameisen. Das wäre das erste Chitin. Das wäre auch schon mal nicht verkehrt. Holen wir uns gleich schon mal mit. So, haben wir euch. Falsch schon angelegt, der Wichser. Okay. So, Ausdauer ist natürlich richtig im Keller. Aber ich glaube, wir haben die Vergiftung geheilt, wenn ich überhaupt eine hatte. Abgesehen von Ameisen finde ich jetzt auch hier gar nichts. Ja, hier gibt mir Leder. Müssen wir uns gerade mal mitholen. Oh, ein Level-Up gibt da auch. Der nächste. Nice, Header. Direkt in die Fresse geschossen. Jetzt bloß nicht anspucken oder so. Jetzt kommen meistens die Schlangen am liebsten, wenn man im Inventar rumwühlt. So, dann hauen wir uns hier nochmal Gewicht drauf. Jetzt nochmal Leder und dann können wir uns das Blutpack basteln. Und da können wir jetzt nochmal mit Blut abzapfen, nochmal zur zusätzlichen Heilung. Wunderbar. Das lasse ich aber jetzt da oben drin erstmal. Müsste ich mal irgendwo ein Schlückchen Wasser nehmen. Naja, halt dein Maul. Ich renne jetzt einfach zum grünen Obi, ist mir egal. No risk, no fun. wäre es vielleicht auch wieder angebracht, mal den Fallschirm... Lol, der hat mich gar nicht gesehen. Wo ist denn der grüne Obi? Da. Was war denn das?
Nein, nicht am Stein hängen bleiben. Ich weiß nicht, was da hinter mir war. Ich will weg. Hat sich ziemlich nach einem Hamm angehört. Schlange? Da haben wir dich doch. Machen keine Truhe, sonst kommen, ist alles schick. Ich habe noch eine Schlange gehört. Die Schlange kriegt mich jetzt aber nicht, oder? Boah, ich hätte hier gar keinen Fallschirm gebraucht, aber okay. Ist cool. Sehr nice. So, jetzt bin ich gespannt. So. Daten? Doch, das ist alles da. Das ist schon mal cool. Kriegen wir schon mal einen Pokéball. Den haben wir schon mal safe. Wir haben schon mal eine Wasserflasche. Können wir das hier wegschmeißen? Unnötiges Gewicht. Habe ich nicht zwei Wasserflaschen? Nee. Also diese Sachen können wir uns schon mal holen. Das ist schon mal sehr gut. Den Bitzel-Buffalo-Sattel auch. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, wenn wir den Bitzel-Buffalo hier beschwören, ob der dann mir gehört. Wo ist er? Wo ist er denn? Hä? Verarschen? Wo ist denn der? Ich hab den doch geladen, oder? Ja, aber der ist auch nicht da. Toll. Da haben wir schon mal eine bessere Pistole. Ein besseres Schwert. Können wir hier ersetzen. Ich glaube, das hier schmeißen wir auch weg. Oder wir laden es eben einfach wieder hoch. Fertig. Gewehr hatte ich kein besseres. Aber wir haben hier auch die gute Brustrüstung. In Metall. Holen wir uns gleich mit. Wie gesagt, ich möchte nicht alles verlieren. Ich frage mich jetzt nur, wo der Frosch hin ist. Da haben wir noch mal ein paar Fallschirme, die wurden wir auch geleimt. Die Ghillie-Hose ist auch richtig gut. Besser als die hier. Dann den Chippy, den will ich auf jeden Fall wieder haben. Weil der ist nämlich schon ausgerüstet zum Teil. Der ist ja schon hier fast Level 1. Die Haustiere, die man bekommt von Raptor Klaus, wenn man ihn gerade hört. Dann holen wir uns hier diese Armbrust mit. Die machen wir einfach weg. Mir egal. So, wir hätten sogar noch Pfeile und Muni. Betäubungsmuni holen wir uns mal noch mit. Ja, hier besseres Werkzeug. Achso, warte mal. Axt haben wir ja gar nicht ausgerüstet. Schmeißen wir das hier weg. Ja, so machen wir das jetzt einfach, weil, wie gesagt, ich möchte nicht alles verlieren. Das ist halt ziemlich dumm. Weil der Charakter dazu, der das hochgeladen hat, der ist einfach nicht mehr da. Das ist halt traurig. Die Sichel können wir unsere auch wegschmeißen, ist mir egal. Wir schmeißen das jetzt einfach weg. So. Haben wir noch irgendwas? Wir könnten ja noch eine Armbrust mitnehmen hier für die Betäubungspfeile. Wir brauchen keine Standardarmbrust. Wegschmeißen. Oh, und jetzt haben wir noch irgendwas. Ja, die Schuhe. Würde ich dann auch sagen, dass wir die ausrüsten. Und die normalen Stand. Hopp, jetzt habe ich die Spitzhacke weggeschmissen. Wollte ich eigentlich nicht. Aber ich frage mich, wo der Frosch ist. Weil der ist ja auch nicht hier drin aufgeführt, ne, dass er hier irgendwo stehen würde. Das ist ein bisschen seltsam. Komm, dann schmeißen wir die normale Rüstung auch komplett weg. Ist mal zu schwer, auch um jetzt mitzuholen. Metall öffnen. Ich frage mich tatsächlich, wo dieser dumme Frosch jetzt hin ist, ne? Ich habe den doch runtergeladen gerade. Naja. So, dann hatten wir hier noch die Mütze. Das ist, glaube ich, auch eine überragende, ja, genau. Das ist auch eine Polymer-Rüstung, also eine Ghillie-Suite. Ja, mit dem Winter-Skin schon. Dann machen wir die hier weg. So, haben wir noch irgendwas, was wir brauchen? Kommen die Blutpacks? Die haben wir auch.
So, haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen was aufgerüstet. Was ich ziemlich nice finde. Holen wir das noch mit. Und wir haben noch ganz gut Platz. Pistolenmuni. Wir auch noch die 20 mitnehmen. Und der Raptor Klaus ist nicht weit von uns entfernt. Den Rest lassen wir, glaube ich, jetzt einfach mal hier drin. Oder holen wir die Pfeile noch mit. Komm, die Pfeile holen wir auch noch mit. Ja, gut. Allerdings frage ich mich, wo jetzt der Frosch hin ist. Sehe den nirgends. Wenn man den runterlädt, wo die hin sind, frage ich mich. Das habe ich noch nie gemacht, aber es ist halt auch ärgerlich, wenn man. Ah, nee, das ist er nicht. Ich dachte, da wäre der Frosch. Ist halt auch ärgerlich, wenn man sich Dinosaurier runterlädt und die einfach verschwinden oder so, ne? Boah, der Raptor Klaus ist nicht weit weg. Sonst würde man den nicht hören. Dann Geschenke schmeißen. Der macht nämlich nur ho, wenn er in der Nähe ist. Da oben ist er. Aber die Geschenke, das ist mir jetzt auch zu riskant, dorthin zu gehen mit dem Zeug, was wir hier haben. Das heben wir uns auf für später. Tja, wo der Frosch ist, weiß ich nicht. Gut, der gehört mir auch nicht. Wie gesagt, er ist ja vom anderen Charakter gemacht worden. Deswegen weiß ich es jetzt nicht genau, wo der ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt gut gerüstet. Es hat sich gelohnt, hierher zu gehen und zu gucken. Die Ausrüstung allein ist schon mega nice. Und das ist jetzt auch, was ich in den letzten Tagen mal erfahren habe und deswegen. Uiuiui, hat die mich gerade erschrocken. Scheiße. Drecksvieh. Hast du was dabei? Nee. Lassen wir es auch liegen. Ja, wie gesagt, ich sehe den Frosch auch nicht. Das ist schade, weil der hat nämlich noch einen Alpha-Raptor getötet. Also der ist auch richtig schön gelevelt und es ist ein Zuchtfrosch. Also der ist sowieso schon besser. Aber dann werden wir unsere eigene Frösche suchen und die züchten. Ich sehe auch jetzt gerade gar nichts. Einfach viel zu dunkel ist wieder. So, und hier könnten wir jetzt unseren Charakter und Items auch hochladen. Aber ihr seht ja, wie gut das klappt, ne? Frosch ist einfach weg. Aber ich denke, weil der Besitzer auch weg ist, weil es den Besitzer nicht mehr gibt. Aber ich konnte mich ja hier hochladen und dann runterladen auf Aberration. Das hat ja funktioniert. Nur am Tag danach war alles weg. War mein Charakter weg. Komplett jegliche Daten waren weg von meinem Charakter. Der hat so, als hätte er nie existiert. Außer hier natürlich seine Waffen und alles, das ist noch da. Also das zeugt von seiner Existenz, dass seine Rüstung noch da ist. Naja, ist halt traurig. Aber okay. Erster Schritt haben wir geschafft, jetzt müssen wir zurück zum Sumpf und noch Fröschelchen zähmen. Und dann sind wir gut gestellt. Sind wir hier über das Wasser rüber? Nee, oder? Ach du Scheiße, ey. Vor allem hoffentlich kommen jetzt keine verdammten Truderns. Ich habe den Schlafsack vergessen. Hätten wir den können hier blazen. Aber wir hätten jetzt natürlich auch Leder holen können von der Schlange. Das Ego-Perspektive immer reingehen, um zu gucken. Ja, genau, in diese Richtung müssen wir laufen. So, futtern wir mal was und auf geht's. Schnecke hängen geblieben. Da war das Vieh, das uns eben beißen wollte. Mir jetzt egal, ich fliege hier mit dem Fallschirm rüber. Komm hoch. Ja. Wir haben uns direkt gelöst aus der Todesklaue, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, gut. Alles gut, alles gut. Hab schon geistesgegenwärtig direkt das Schwert in die Hand genommen. Aber es ist okay. Es ist nichts passiert. Nichts passiert. Wow, was ist denn hier los? Ah,
Killer Dilo. So, da ist ein bisschen Licht. Wir haben ja genug Fallschirme wieder. Haben wir noch mal ein paar geschenkt bekommen. Oder was heißt geschenkt bekommen? Es steckt ja überall die Arbeit dahinter. Es ist nicht so, dass wir das Zeug jetzt hier einfach geschenkt bekommen haben. Ich habe das ja alles in den letzten Tagen einfach verloren. Was ich mal erarbeitet habe, habe ich heute einfach verloren. Und das haben wir uns jetzt eben einfach einen Teil zurückgeholt. Leder. Ja. Nein, nicht treffen. Danke. Ich will nur das Leder. Den Rest könnt ihr behalten. Trinken wir mal einen Schluck. Das ist natürlich auch nice, dass wir jetzt direkt die Flasche haben, schon bevor wir den Fabrikator gebaut haben. Ich hoffe nur, wie gesagt, mein Bedenken ist, dass das halt wieder passieren kann, wenn es einmal passiert ist, dass der Charakterdaten einfach weg ist. Es wäre eben alles, was wir in der Welt bauen, bleibt eben hier. Und deswegen möchte ich eigentlich auch so spät wie möglich aus der Island raus. Ich glaube nämlich, dass es damit zusammenhängt. Oder zusammenhängen könnte, dass ich eben auf Aberration jetzt gespielt habe und das nicht richtig gesaved wurde irgendwie. Und dann habe ich in Aberration eben den Charakter runtergeladen. Das heißt, hier in der Island ist er nicht mehr da. Die Charakterdaten wurden irgendwie fälschlich überschrieben. Und beide sind weg. Ich weiß es nicht 100%, aber so kann ich mir das halt vielleicht halbwegs erklären. Obwohl es trotzdem niemals passieren dürfte. So, jetzt haben wir auf jeden Fall unser schönes Beanie an, ey, das ist cool. Und ich habe noch mehr von diesen Skins. Und deswegen versuche ich ja oben unsere alte Base auch mit Admin-Sheets irgendwie zu uns zu machen. Wir müssen die ja nicht nutzen, aber ich möchte eben die Waffen und so, die dort sind, eben auch vielleicht mitholen und eben die Skins vor allem, die ich jetzt tagelang gefarmt habe. Deswegen habe ich eigentlich ja wieder arg angefangen auf der PS4, weil ich diesen Raptor Klaus unbedingt abfarmen wollte. Ja, da wurde mir dann ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Also ich habe das ja gemacht. Schadenszahlen. Schlange gegen Frosch. Oh, das hier ist aber eine stärkere Schlange. Oh, die hat den Frosch gekillt. Ja, das ist ja nicht unser Frosch, ne? Aber jetzt sind hier wenigstens schon mal Schlangen. Was hat denn der so dabei? Ah, Chitin. Komm, holen wir mit. Ey, Gammelfleisch brauchen wir ja auch. Das ist natürlich nice. Schon, der sitzt auch schon ein paar Tage hier, glaube ich. Da hätten wir schon mal Brine Meat, falls wir doch noch einen Frosch finden sollten jetzt. Ich sehe aber keinen. Das ist ein bisschen doof. Warum finde ich hier keinen Frosch? Muss ich jetzt wirklich hier reinlaufen in die Scheiße? Eigentlich gar keinen Bock drauf. Auf der anderen Seite, Blutegel sind jetzt auch nicht so schlimm. Unser Boot ist in der Nähe. Wir können Feuer machen und sie abbrennen. Und der Rest sollte man eigentlich überleben. Wir haben alles dabei. Ist das hier ein Frosch? Nee, das ist ein Kackhaufen. Das sieht auch aus wie ein Frosch. Schlange. Lilo. Para. Parasa, besser gesagt. Lol. Alter, diese Armbrust mit dem Headshot ist halt schon mega nice. Ich hatte aber noch eine bessere, ich hatte noch eine überragende. Lol. What the fuck? Und die müsste sogar noch in der Base liegen, weil ich habe alles liegen lassen, bevor ich mich zum Obelisken aufgemacht habe. Also so tief ohne Frosch war ich auch noch nicht im Sumpf drin, glaube ich. Da gibt es ja auch Piranhas. Ich möchte meine Rüstung jetzt nicht unnötig kaputt machen. Komm, wir haben Fallschirme. Scheiße, nicht genug Anlauf genommen. Am schlimmsten ist der Caprosuchus. Der kann uns nämlich einfach in die Scheiße reinschmeißen. Ah, da hätten wir fliegen, aber wir haben keinen Frosch. Ich finde weit und breit keinen Frosch. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Frösche gibt's gar nicht in dem Spiel. Hätte ich ja gewusst, dass ich irgendwo einen Frosch finde, dann hätte ich mir ja schon gleich von der Schlange ein bisschen Brine Meat mitgeholt, aber auf der anderen Seite finden wir hier überall Schlangen und keine Frösche.